Mehrwert sind bei einem Finanzdienstleister in Bezug auf Agilität ähnliche wie bei anderen Branchen, nämlich dass die Zielsetzung, wenn sie erreicht wird, der nähere Kontakt zum Kunden ist und von dort her der Kunde eine bessere Leistung, zielgerichtete Leistung überkommt. Ich glaube, es macht viel mehr Spass, in einem Unternehmen zu arbeiten, weil man mehr sein eigenes Ding machen kann, weil man selber auch entscheiden kann, wenn man Kompetenzen hat, weil man mehr weiss, was man zum Ganzen für einen Beitrag leisten kann. Ich glaube, letztendlich hat der einzelne Mitarbeiter deutlich mehr Spass bei dem, was er jeden Tag macht. Ein agilerer Finanzdienstleister sollte schneller am Markt sein, kundenorientierter, flexibler, anpassungsfähiger, aber am Ende zählt nur eins, das ist das Feedback des Kunden. Wir sind in einer Branche, die extrem prozessüberladen zum Teil auch dorthin kommt. Agil würde eigentlich auch heissen, dass man dort ein bisschen einfacher wird, wo es möglich ist. Da sind wir nicht gerade extrem gut. Ich glaube, wir sind auf dem Weg und dann heisst Agilität Mindset Change. Auch einfacher werden heisst agiler werden und natürlich auch ein bisschen können loslassen und nicht alles kontrollieren wollen. Es kommt immer auf die Einzelorganisation drauf ab. Also, ob die Bankbranche agil ist oder nicht, spielt eigentlich für das Einzelunternehmen weniger eine Rolle, weil man muss selber beurteilen, ist man das oder will man in die Richtung. Die Unternehmenskultur ist die Voraussetzung für eine agile Organisation. Alles andere ist nur aufgepfropft und wird nicht funktionieren. Aber es braucht eben kulturell grosse Voraussetzungen. Und ohne eine gesunde Vertrauenskultur, wo man bereit ist, eben entscheiden, dezentral zu treffen, wo man aber auch weiss, dass die Leute, die Entscheidung fällen, sofort gute und schlechte Nachrichten würden zurückspiegeln, geht es nicht. Also das A und so ist eine Vertrauenskultur. Die Frage ist, hat die Unternehmenskultur Einfluss auf die agile Organisation oder andersrum? Ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Und Tatsache ist, dass agil im Kopf beginnt und es in erster Linie eine Denkhaltung ist, die Art und Weise, wie ich die Welt sehe und dann in der zweiten Instanz die Art und Weise, wie ich Dinge tue, zum Beispiel in der agilen Methode.